Moin, moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist gerade 9.17 Uhr und wie im heutigen Kommentiert-Kommentare-Video, wie angesprochen, gibt's für euch die letzten Kapitel aus Der beste Mittelstürmer der Welt. Fangen wir also gleich mal an. Ich mache mir jetzt hier eine gespannte. So, Softbox nochmal gedreht. Ja. Kapitel 13. Jetzt läuft gerade das Spiel im Fernsehen und er liegt im Bett. Vor Wut würde Micha am liebsten alle Poster von den Wänden reißen. Was soll er morgen nur sagen? Frau Sauer will bestimmt eine Erklärung von ihm. Und Mama auch. Er ist aber nicht gut im Erklären. Er wollte Lara nicht wehtun. Das ist aus Versehen passiert. Wegen Bodo, diesem Angeber. Wenn er wenigstens Fußball spielen könnte. So ein mieser Mittelstürmer. Frau Sauer glaubt ihm das sowieso nicht. Micha dreht sich auf die Seite. Er drückt den Kopf fester ins Kissen. Obwohl es im Zimmer dunkel ist, sieht er die Fußbälle. Ganz viele Fußbälle. Ganz viele Fußbälle sind auf dem Stoff. Die hätte er gerne alle. Nicht so kleine, sondern richtig große. Dann würde er alle zeigen. Mama, Frau Sauer, Flo, Lara, Bodo, Kai und allen anderen. Mit jedem Ball wird ihr einen anderen Trick zeigen. Sopero hat so viele Tricks auf Lager. Er wird sogar so lange spielen, bis alle eingeschlafen sind. So, ich werde mal eben schnell das Licht verrücken, weil es gefällt mir gerade gar nicht, wie es hier gerade steht. So, ich hoffe mal, die kleinen Ruckler könnt ihr mir verschmerzen. Kapitel 14. Frau Sauer sitzt auf einem Stuhl und schnauft. Sie hat Mama alles erzählt, dass Micha keine Antworten gibt, dass er sich nie meldet und dass er die Aufgaben nicht lösen kann, weil er träumt. Micha ist das alles total peinlich, weil Mama neben ihm sitzt. Mama schaut zur Decke. Sie sieht enttäuscht aus. Am Dienstag schreiben wir den Test, sagt Frau Sauer. Bis dahin musst du die Aufgaben können. Antwortet er. Lass dir das nochmal von Florian erklären. Der ist doch dein Freund, schlägt sie vor. Sagt Micha wieder nur. Er rückt auf seinen Stuhl herum. Er weiß wirklich nicht, was er groß sagen soll. Und jetzt erzähl uns mal, warum du mit der Dose geschossen hast, fordert die Lehrerin ihn auf. Meine Güte, was soll er da erklären? Das versteht die Sauer sowieso nicht. Die hat doch keine Ahnung vom Fußball. Mehr bekommt mich ja nicht raus. Nun sag doch mal was, tischt Mama ihn an. Na gut, wenn die beiden unbedingt wollen, er wird es ihnen sagen. Die Jungen aus der 4. Klasse sind schuld. Die lassen mich nicht mitspielen im Endspiel, weil ich erst in der 3. bin. Dabei bin ich viel besser als die. Und das habe ich denen mit der Dose gezeigt. Bodo und Kai, legt er los. Unsere Schulmannschaft ist im Endspiel, fragt Frau Sauer. Er hat es gewusst. Die Sauer hat keine Ahnung. Na klar, wer denn sonst, sagt Micha. Micha, zieht Mama wieder. Ich weiß davon nichts. Da kümmert sich Herr Peters drum, unser Sportlehrer. Aber wenn du willst, rede ich mit ihm. Er lässt dich bestimmt mitmachen, sagt Frau Sauer und lacht. Wie bitte? Frau Sauer will mit Herrn Peters reden, damit er mitspielen kann. Micha bleibt im Mund offen stehen. Willst du das? Fragt sie jetzt. Ja, na klar. Kapitel 15. Michas Wochenende ist toll. Er muss keine Hausaufgaben machen und er gewinnt mit seiner Mannschaft ein Spiel. 4:1. Zwei Tore schießt er, wie er es Paul, dem Trainer, versprochen hat.
aber der Montag ist noch viel besser. Micha steht mit Flo auf dem Schulhof. Flo macht gerade die dicke Verkäuferin aus dem Supermarkt nach, wie die mit ihm gemeckert hat. Sie müssen beide unheimlich lachen. Da kommt der Peters. Diesmal packt er Micha nicht an der Ecke. Frau Sauer hat mir erzählt, dass du gut Fußball spielst. Stimmt das? Fragt er. Nickt Micha. Er spielt Spitze, sagt Flo. Dann komm doch heute Nachmittag zum Training. Um 4 Uhr sind wir auf dem Sportplatz. Einen guten Spieler können wir immer gebrauchen. Ja gut, um 4 bin ich da, antwortete Micha. Er freut sich riesig. Die Sauer ist doch nicht so übel, wie er gedacht hat. Kapitel 16. Alles könnte prima sein. Morgen ist aber der Mathe-Test. Micha bekommt Bauchweh, wenn er daran denkt. Sag mal, fängt er nach der Schule an. Was ist? Fragt Flo. Kannst du mir die Aufgaben erklären? Na klar, kein Problem, sagt Flo. Ein paar Minuten später sitzen die am Michas Schreibtisch. Michas Mama hat ihnen kalten Kakao gebracht. Den lassen sie sich schmecken. Dann erzählt Flo. Zum Beispiel. 5 mal 15. Zuerst rechnest du die Zehner. Wie viel ist 5 mal 10? Michael überlegt lange. Er will unbedingt das richtige Ergebnis sagen. 15, sagte er dann. Oh, ich glaube, du hast plus gerechnet. Du musst 5 mal 10 rechnen. Siehst du, ich kapiere das nicht. Morgen schreibe ich bestimmt eine 6, jammert Micha. Quatsch, die Aufgaben sind total einfach. Hast du Geld da? Fragt Flo. Warum? Gib mal her. Micha holt seine Spardose. Er legt die Münzen auf den Schreibtisch. Flo nimmt 5 Groschen in die Hand. Was ist 5 mal 10? Was bekommt da raus? 50, sagte Micha sofort. Richtig. Und jetzt die Einer dazu. Wie viel ist 5 mal 5? 25. Macht zusammen. 75. Genau, du hast es. Jetzt legst du 5 mal 11, fordert Flo. Micha nimmt die Geldstücke. 10 braucht er dazu. 5 Zehner und 5 Pfennige. Er hat das Ergebnis sofort. 55, sagt er stolz. Na bitte, lobt Flo. Ich wusste gar nicht, dass es so einfach ist, meinte Micha. Sag ich doch. Total einfach, sagt Flo. Kapitel 17. Micha kommt zum Sportplatz. Seine Fußballschuhe hat er in einem Beutel. Er ist sehr aufgeregt. Was willst du denn hier? Fragt Bodo. Mitspielen, antwortet Micha. Zisch ab, wir brauchen dich nicht. Das habe ich dir doch gesagt. Genau, zisch bloß ab, du Spinner, sagt auch Kai. Da kommt der Peters. Hallo Micha, schön, dass du da bist. Zieh deine Fußballschuhe an und mach mit, begrüßt er ihn. Micha gibt sich Mühe. Er rennt über den Platz, was seine Beine hergeben. Er ist nicht so gut wie im Verein. Herr Peters beobachtete ihn und die Jungen aus der 4. Klasse geben fast nie den Ball. Ein Stürmer braucht aber gute Vorlagen, um ein Tor zu schießen. Geh nach Hause, du bringst es nicht, sagt Bodo in der Pause. Weil ich den Ball nie kriege, regt Micha sich auf. Das bleibt auch so, grinst Kai. Ihr seid bescheuert, schreit Micha. Keine Streit, geht Herr Peters dazwischen. Wir sind eine Mannschaft, gewinnen können wir nur zusammen. Aber nicht mit dem, sagt Bodo und zeigt auf Micha. Warum denn nicht? Micha ist doch prima. Ihr müsst ihn nur öfters anspielen, meint Herr Peters. Wir können's ja versuchen, sagt Kai und grinst schon wieder. Nach der Pause geht es besser. Micha bekommt mehr Bälle. Ein Tor schießt er aber nicht, weil er nicht Mittelstürmer sein darf. Da spielt Bodo. Au, au, schreit Bodo plötzlich. Er hat in den Rasen getreten. Jetzt liegt er auf dem Platz und fasst sich mit beiden Händen an den rechten Fuß. In seinen Augen sind Tränen. Was ist passiert? Fragt Herr Peters. Ich weiß nicht, mir tut der Fuß weh. Herr Peters zieht Bodo den Schuh aus. Er macht ein besorgtes Gesicht. Das sieht gar nicht gut aus. Dein Fuß ist geschwollen, stellt er fest.
So ein Mist. Und am Mittwoch ist das Endspiel, jammert Bodo. Herr Peters, hilf ihm hoch. Bodo humpelt vom Platz. Vielleicht ist es bis dahin wieder in Ordnung, sagt Herr Peters. Vielleicht, knurrt Bodo enttäuscht und sieht Mischa böse an. Kapitel 18. Die Mathearbeit ist gar nicht so schwer. Mischa kommt gut voran. Als er für eine Aufgabe länger braucht, benutzt er einen Trick. Er stellt sich die Münzen vor, so wie Flo es ihm gezeigt hat. Da hat er bald die Lösung. Einmal schaut er zu Flo hinüber. Der zwinkert ihm zu und lacht. Frau Sauer geht durch die Reihen. Mischa bleibt sie stehen, sieht sie über seine Schulter auf das Heft. Prima, Mischa, sagt sie zufrieden und lacht auch. Mischa muss grinsen. Die Sauer findet er immer besser. Fast hätte er prima, Frau Sauer, geantwortet. Kapitel 19. Am Mittwoch um 3 Uhr ist es soweit. Das Endspiel. Bodo kann nicht mitspielen, er ist verletzt. Kai ist der neue Mannschaftskapitän und Mischa der neue Mittelstürmer. Vor dem Anpfiff schürt Mischa seine Schuhe fest zu. Er sieht viele Mädchen und Jungen aus seiner Schule unter den Zuschauern und eine Frau, die mindestens 100 Kilo wiegt. Die Jungen der anderen Grundschule tragen grüne Dekos. Sie nennen sich die Frösche. Ganz schön große Frösche, denkt Mischa. Egal, er muss eben besser spielen als die. Mischas Mannschaft trägt gestreifte Trikots. Herr Peters hat sie die Tiger genannt. Auf geht's, ihr schafft das, macht Herr Peters die Mannschaft Mut. In der ersten Halbzeit schießt Mischa zweimal auf das Tor. Der erste Ball wird gehalten, der zweite geht daneben. Trotzdem feuern die Kinder ihn von der Seite aus an. Mischa, Mischa, rufen sie, so laut sie können. Kurz vor der Halbzeit haben die Frösche Glück. Ein Freistoß fliegt von der Mauer in das Tor der Tiger. Die Frösche umarmen sich. Sie führen 1:0. Macht nichts, sagt Herr Peters. Ihr seid besser. Wenn ihr so weiterspielt, schafft ihr es. In der zweiten Halbzeit greifen die Tiger richtig an. Immer wieder sind sie vor dem Tor der Frösche. Mischa spielt einen Verteidiger aus. Er könnte schießen, aber Kai steht besser als er. Mischa schiebt den Ball hin und Kai knallt ihn rein. Tor! Die Tiger jubeln, ihren Anhänger werden lauter. Tiger vor! Noch ein Tor! Fordern sie. Mischa hört ganz deutlich Frau Sauers Stimme. Herr Peters zeigt ihm die Faust mit dem Daumen nach oben. Super, Mischa, ruft er. Das spornt Mischa an. Jetzt ist er überall. Beim Einwurf, in Strafraum der Frösche und sogar in der eigenen Verteidigung. Er wird allen zeigen, wer der Beste ist. Der beste Mittelstürmer. Es gibt eine Ecke für die Tiger. Kai legt sich den Ball hin. Er läuft an und schießt. Der Ball segelt in den Strafraum. Mischa läuft auf ihn zu. Er fliegt durch die Luft und trifft den Ball mit dem Kopf. Genau in den Winkel. Ein echtes Traumtor. Ganz kurz denkt er an Supero. Der hätte das auch nicht besser gemacht. Dann werfen sich die Tiger auf Mischa. Das ist ein tolles Gefühl. Mischa hat das 2:1 gemacht. Das Tor zum Sieg. Sogar Bodo ist völlig aus dem Mäuschen. Er humpelt an die Seitenlinie und jubelt mit den anderen. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Kapitel in meinem Buch Der beste Mittelstürmer. Kapitel 20. Am nächsten Tag steht Frau Sauer vor der Klasse. Sie strahlt über das ganze Gesicht. Guten Morgen, sagt sie. Guten Morgen, antworten alle. Bevor wir anfangen, muss ich euch etwas Wichtiges erzählen. Unsere Grundschule hat den Pokal im Fußball gewonnen. Wissen wir, ruft Mieke dazwischen. Und unser Mischa hat das entscheidende Tor geschossen. Wissen wir auch, ruft Julio. Alle Kinder klatschen Beifall. Mischa ist es richtig peinlich. Er wird rot wie eine Tomate. Na gut, wenn ihr schon alles wisst, erzähle ich euch etwas, was ihr nicht wisst. Und darüber habe ich mich noch mehr gefreut als über den Pokal. Der gleiche Mischa hatte im Mathe-Test nur einen Fehler gemacht. Ganz toll, Mischa, lobt sie ihn. Das ist Mischa fast noch peinlicher. Er weiß gar nicht, wo er hingucken soll, weil schon wieder alle klatschten und ihn anlachen. Aber er lachte mit, denn in einem Mathe-Test hat er noch nie so wenig Fehler gemacht.
Und das ist auch ein gutes Gefühl. Ja, das war das Buch Der beste Mittelstürmer der Welt. Ja, ein kleines Resümee zu dem Buch. Also, es ist ein Jugendbuch und ich finde auch, das Jugendbuch ist gut gelungen. Und ja, ich kann es nur weiterempfehlen. Ja, damit beende ich auch erstmal die Reihe mit meinen Geschichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Däumchen wären Träumchen und ciao mit V, euer Robin.